Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu Gast im Benno-Haus ist Carsten Peters vom Bündnis Kein Meter den Nazis in Münster. Das Bündnis organisiert hier in Münster den demokratischen Protest gegen die extrem rechte AfD und andere Nazi-Aufmärsche. Und das mit großem Erfolg. Zuletzt wurde am vorletzten Sonntag mit 200 Teilnehmerinnen gegen die Corona-leugnende Szene protestiert. Wir sprechen mit ihm darüber, was die geplante Einführung des neuen NRW-eigenen Versammlungsgesetzes durch die schwarz-gelbe Landesregierung für den demokratischen Protest in NRW im Allgemeinen und in Münster im Speziellen bedeutet. Hallo Herr Peters, als der Gesetzentwurf zum Versammlungsgesetz NRW Ende Januar vorlag, wurde zunächst viel von einem Militanz- und Uniformierungsverbot gesprochen. Das hört sich doch zunächst gut an, oder? Ja, das klingt auf den ersten Blick natürlich erstmal positiv, weil man ja damit assoziiert, das richtet sich gegen Nazi-Demonstrationen, die ja eher uniformiert auftreten, also wenn man ja jetzt an das Auftreten der Nazi-Kleinstpartei, der Dritte Weg denkt und man sowas vor Augen hat. Aber die Formulierungen in dem Gesetzentwurf sind halt so, dass damit auch Personen gemeint sein können, die eben als Gruppe mit einer einheitlichen Kleidung auftreten. Also zum Beispiel schwarz gekleidete Personen und Gruppen, die man dann als Gruppe oder als Uniform ansieht oder auch eben zum Beispiel... Oder der DGB am 1. Mai. Zum Beispiel Gewerkschafter, die eben mit, kennt ja diese Streiktüten, eben dann auch einheitlich auftreten. Und da ist eben dieser Gesetzentwurf sehr schwammig, sehr mehrdeutig und kann eben unter bestimmten Umständen dann eben auch gegen unterschiedlichste Gruppen ausgelegt werden. Was steht generell im Versammlungsgesetz NRW drin? Wozu soll es dienen? Es gibt doch ein Bundesgesetz. Genau, also der rechtliche Rahmen für Versammlungen und das Versammlungsrecht sind eigentlich klar. Es ist auch vollkommen üblich, dass bei solchen Fragen, wir reden hier immer über ein Grundrecht, natürlich auch es einschlägige Gerichtsentscheidungen gibt, die eben den Rahmen dessen, eben, in dem sich das Ganze abspielen kann, eben definieren und die auch eindeutig sind. Also man denke da an das Brockdorf-Urteil, das ja wegweisend war und für das Versammlungsrecht eben dann auch nochmal weitere Möglichkeiten aufgemacht hat. In den letzten Jahren haben einzelne Bundesländer begonnen, landeseigene Versammlungsgesetze zu erlassen. Mit dem Ziel, eben nochmal da eigene Duftmarken sozusagen zu setzen, eigene Präzisierungen vorzunehmen, die aber in allererster Linie dazu dienen, polizeiliche Eingriffsmöglichkeiten zu verbessern, also für Versammlungen und für Demonstrationen die Möglichkeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eher einzuschränken und eben insbesondere auch eben die Möglichkeit des Zugriffs auf Daten. Im Weiteren zu ermöglichen, wie zum Beispiel, dass eben gefordert werden kann, immer unter bestimmten Voraussetzungen, die im Gesetz schwammig formuliert sind, dass eben Ordnerinnen und Ordner einer Versammlung vorab namentlich und mit Adresse der Polizei bekannt gemacht werden muss. Was steht weiteres Problematisches in dem Gesetz drin? Kurz zusammengefasst. Kurz zusammengefasst verlagern sich die staatlichen Eingriffsmöglichkeiten bereits weit vor eine Versammlung, nämlich zum Beispiel dann, wenn es einen Blockadeaufruf einer Nazi-Demonstration gibt, also dazu aufgerufen wird, friedlich eine Nazi-Demo zu blockieren oder eben schon zu sogenannten Blockadetrainings aufgerufen wird, also bereits der Aufruf und die Durchführung von solchen Blockadetrainings auf einer grünen Wiese können bereits strafrechtlich verfolgt werden. Also hier zeigt sich eine klare Intention, eben ganz klar gegen bestimmte Demonstrationen aus dem eher progressiv linken Bereich vorgehen zu können. Ganz ausdrücklich werden in dem Begründungszusammenhang des Gesetzesentwurfs auch Aktionen der Klimabewegung genannt und eben auch antifaschistische Demonstrationen. Es wird auch kritisiert, dass viele Formulierungen im Gesetz zu unbestimmt seien. Ja, das ist sicherlich richtig. Die Formulierungen als solche mögen im Polizeirecht oder im Versammlungsrecht durchaus
eine gewisse Definition haben, aber wer die Anwendung solcher Formulierungen aus der Praxis heraus kennt, der weiß, dass diese eben sehr, sehr schnell auch besonders restriktiv eben ausgelegt werden können. Wir erinnern uns hier an eine Versammlung der VVN-BDA aus dem Jahre 2012 gegen den hier in Münster geplanten Nazi-Aufmarsch in Rumphorst, im Stadtteil Rumphorst, wo eben die VVN eine Gegenkundgebung angemeldet hatte und wo von der Polizei dann vorab verlangt worden war, die Namen und Adressen der Ordnerinnen und Ordner vorab mitzuteilen. Das haben die Anmelder dann zähneknirschend getan, aber eben mit dem Ziel, dann im Nachhinein diese polizeiliche Auflage gerichtlich überprüfen zu lassen. Die Polizei hat im Nachgang dann das eigene rechtswidrige Tun zugegeben, künftig erklärt, das eben nicht mehr zu tun. Aber da wird halt klar, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und das ist eben kein Versammlungsermöglichungsgesetz, wie es eigentlich sein sollte, sondern eher ein Versammlungseinschränkungs- oder Verhinderungsgesetz. Konkret, die Demo-Anmelderin soll haftbar dafür sein, dass irgendeine Demo-Teilnehmerin in Anführungszeichen aus der Reihe tanzt. Ja, eigentlich sind solche Sachen auch mehrfach, solche Ansätze oder Versuche von Seiten von Polizei und staatlichen Organen längst auch juristisch entschieden. Es gibt da klare Urteile, dass eben ein Versammlungsanmelder, eine Versammlungsanmelderin eben nicht haftbar gemacht werden kann für Verhaltensweisen einzelner Demonstranten oder Demonstrantinnen. Auch hier geht es eben darum, Personen, die eben solche Versammlungen anmelden, sozusagen vorab schon mal einzuschüchtern mit dem Hinweis, alles was gemacht wird, was passiert, kann eben im schlimmsten Fall dem Anmelder oder der Anmelderin zugerechnet werden und ist dann eben auch voll dafür verantwortlich. Das erhöht natürlich sicherlich nicht die Bereitschaft, die Verantwortung zu übernehmen, die auch ohnehin nicht ganz gering ist, eine solche Versammlung anzumelden. Ebenso soll ein sogenanntes Störungsverbot kommen. Wie wird das den antifaschistischen Protest, das ist ja euer tägliches Geschäft, in Münster beeinflussen? Ja, unter Störungen könnte man ja bereits die Tatsache fassen, dass man eben in Sicht und Hörweite protestieren möchte und da eben zum Beispiel mit Trillerpfeifen oder mit Lärmen oder anderen Dingen auf eine andere Versammlung einwirken zu können, eben mit dem Ziel natürlich, möglicherweise diese Nazi-Demonstration zum Beispiel zu stören oder eben zu verhindern. Das kann vorab bereits unter Strafe gestellt werden und eben dazu dienen, am Ende des Tages eben dafür zu sorgen, dass eben Nazi-Demonstrationen störungsfrei ablaufen können. Genau, ein Aufruf, einen Nazi-Aufmarsch blockieren zu wollen, könnte in NRW also demnächst zu einer Anklage führen. Bisher war dies doch durch die Verfassungsrechtsprechung aber gedeckt. Grundsätzlich war und ist das gedeckt. Deswegen macht dieser Gesetzentwurf ja deutlich, dass es im Grunde um weitere Instrumentarien geht für staatliche Organe, progressiv-linke Demonstrationen eben zu kriminalisieren. Vorab bereits, also im Vorfeldbereich einer solchen Versammlung bereits tätig zu werden, also gegen Aufrufe, die erlassen werden und gegen die Verantwortlichen dieser Aufrufe dann unterschrieben haben, und natürlich kann daraufhin dann auch das gesamte Instrumentarium eines dann autoritär werdenden Staates angewandt werden, um eben Daten zu erlangen, um eben im Vorfeld bereits auf den Ablauf von Versammlungen einzuwirken. Und genau das ist ja etwas, was bislang weitgehend nicht möglich ist. Ganz abgesehen davon muss immer grundsätzlich auch daran erinnert werden, das Versammlungsrecht ist ein Grundrecht und eben kein Gnadenrecht, das einem ein gutmütiger Staat eben zugesteht. Es wird kritisiert, dass Innenminister Herbert Reul unter dem Vorwand des Kampfes gegen die extreme Rechte massiv die Grundrechte aller Bürgerinnen und Bürger einschränken wolle. Aber die Versammlungsfreiheit ist doch einer der Eckpfeiler einer lebendigen Demokratie. Erweist Innenminister Reul damit der Demokratie nicht einen Bärendienst? Ja, das ist sicherlich so. Also wir glauben, dass es davon auszugehen, dass eben mit diesem Gesetz bürgerliche Freiheiten, demokratische Freiheiten
erneut eingeschränkt werden. Wir haben ja in den letzten Jahren quasi als Vorlauf dieser Auseinandersetzung um die Versammlungsgesetze auch neue Polizeigesetze erlassen bekommen. Und das sind eben auch, alles Gesetze, die eben dazu dienen, Demonstrationsfreiheiten einzuschränken und eben staatliche Befugnisse und Eingriffsmöglichkeiten in Versammlungen eben massiv zu erweitern. Das geht auch über die Möglichkeit, Bild- und Tonaufnahmen von Versammlungen zu machen, also eben zu filmen, im größeren Umfang eben auch Daten zu erhalten staatlicherseits. Das hatten wir ja bei dem Thema Ordnerinnen und Ordner vorhin schon. Also im Wesentlichen kann man sagen, dass diese Gesetze nicht dazu dienen, die Möglichkeiten von Versammlungen, von Demonstrationen, also die Rechte der Bürgerinnen und Bürger zu erweitern oder mehr zu ermöglichen, sondern im Gegenteil, diese eben einzuschränken und bereits vorab, bevor eine Versammlung überhaupt stattgefunden hat, Restriktionen aufzubauen und somit eben die Rechte von Menschen, Grundrechte von Menschen eben einzuschränken. Die FDP ist in NRW mit in der Regierung und trägt dem Vernehmen nach das Gesetz mit. Was denken Sie darüber, dass eine mal als Bürgerrechtspartei angesehene Partei ein solches Gesetz mutmaßlich verabschieden wird? Also die Entwicklung der FDP muss man, glaube ich, nicht im Einzelnen kommentieren. Die Tatsache, dass ein solches Gesetz von der FDP mit auf den Weg gebracht wird, spricht sicherlich für sich. Der Teil der FDP, der sich für Bürgerinnenrechte eingesetzt hat, ist ja schon längst im Rentenalter. Hat sich ja zuletzt mit Herrn Baum ja immer noch hervorgetan, Bürgerinnenrechte zu verteidigen. Aber die FDP, so wie sie sich heute darstellt, hat sich von dem Einsatz für Bürgerinnenrechte, für Freiheitsrechte des Individuums deutlich verabschiedet. Ja, Herr Peters, ich danke für das Gespräch. Wir sehen, Innenminister Reul hat den Gesetzentwurf als Kampf gegen rechts ausgegeben. Das passt aber nicht, denn hier werden Grundrechte für alle Menschen eingeschränkt. Die Gefahr besteht, dass das neue Versammlungsgesetz abschreckend auf die Bürgerinnen und Bürger wirkt. Dabei ist die Versammlungsfreiheit einer der Eckpfeiler der Demokratie.